Wenn ein Muslim zu seinem Sohn sagt, ich verfluche den Dien deines Vaters, ist das Kufr auch, wenn es nicht beabsichtigt ist. Hängt davon ab. Diese Leute, die sowas machen, das sind bekannt, barakallahu fikum, in manchen Gebieten, wenn der Vater genervt ist oder wenn derjenige genervt ist, dann fängt er an, die Religion deines Vaters und deines Großvaters und deiner Familie zu beschimpfen. Und das ist Jahl, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und wenn man das meint, dass man weiß, das ist der Islam und man beschimpft das und meint das und man macht das wissentlich, dann ist das Kufr. Wal-iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.